Herzlich willkommen zum Gruß aus der Kirche für den Palmsonntag 2021. Heute grüßen wir aus der Kirche in Altenhain. Wir wollen Sie, wir wollen euch einladen, mit uns nachzudenken über Gott und über uns selbst. Und wir wollen unsere Gedanken im Gebet und mit Musik vor Gott bringen. Sie können sich wieder einen kleinen Andachtsplatz einrichten, einen Ort, an dem Sie gerne sind und Ihre Ruhe haben und zu sich kommen können. Dazu lassen wir jetzt einen Augenblick Zeit mit Musikbegleitung. Lassen Sie uns zusammen sein im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört mit mir auf den Psalm 69. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Zu den Konfirmanden habe ich letztens gesagt, Konfirmation bedeutet, dass der Glaube befestigt wird. Aber lasst euch nicht täuschen, der Glaube steht jeden Tag neu aufs Spiel. Jeden Tag kann etwas passieren, das mich zweifeln lässt, das in mir das Vertrauen zu Gott und Jesus in den Grundfesten erschüttert.
Sei es, dass jemand Geliebtes stirbt oder dass ich mit Krankheiten konfrontiert werde, dass mein Leben vielleicht sonst irgendwie aus der Bahn geworfen wird. Wenn ich spüre, wie zerbrechlich das Leben ist, dann zieht das immer auch mein Vertrauen zu Gott in Mitleidenschaft. Es wird auch zerbrechlich. Gottvertrauen ist nichts, was man einmal einkaufen kann und dann hat man es für immer. Gottvertrauen ist vielleicht eine feste Überzeugung, die jeden Moment ins Wanken geraten kann. Sybille Levitscharoff, das ist eine deutsche Schriftstellerin, die hat das mal so super auf den Punkt gebracht. Die Wahrheit ist von Zweifeln umstellt. Gleichzeitig ist aber Gottvertrauen auch das, was ich zutiefst brauche, was ermöglicht, dass ich hoffen kann, was mir dazu hilft, jeden Tag neu zu beginnen, auch sogar dann, wenn ich schon alles habe in Scherben liegen sehen. Wenn ich auf Gott schaue, dann wird es mir möglich, dass ich im Regen einen bunten Bogen sehe, dass ich Licht am Horizont wahrnehme, wo es vielleicht noch gar nicht zu sehen ist. Vertrauen auf Gott, das hilft mir aufzustehen, wenn eine Krise mich niedergezwungen hat. Im Hebräerbrief, da wird ein solcher Glaube beschrieben, der uns im Leben weiterhilft. Dort steht im Kapitel 11, Gottvertrauen aber ist Grundlage dessen, was Menschen hoffen. Das Überführtsein von Dingen, die Menschen nicht sehen. Und ein Kapitel weiter, lasst uns standhaft den vor uns liegenden Kampf aufnehmen und dabei aufsehen zu Jesus. Der hat das Gottvertrauen begründet und vollendet. Ich finde diese Bibelstellen unglaublich ehrlich, weil sie uns den Kampf nicht verschweigen, weil dort einerseits deutlich wird, wie schwer, ja geradezu unmöglich es ist, Gott felsenfest zu vertrauen, und andererseits zeigen sie uns aber auch, wie gut uns der Glaube tut. Das macht mir gerade in der Passion Mut. Auch Jesus erlebt das ja. Einerseits wird er bejubelt beim Einzug in Jerusalem. Andererseits steht er abends im Gebet im Garten ganz allein. Mit seiner Angst, mit seinen Zweifeln. Selbst seine engsten Freunde, die schlafen und spüren nicht, wie schlecht es ihm geht. Aber es gibt eben einen, an den können wir uns immer wenden, wie Jesus das auch getan hat. Zu Gott beten. Und beten hilft. Also das heißt zwar nicht, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen, aber im Gebet erfahren wir Antworten Gottes. Zum Beispiel, dass er uns neue Kraft gibt, dass wir andere Sichtweisen verstehen lernen, dass wir für uns selbst neue Perspektiven gewinnen und dass sich neue Wege auftun. Auch diese Erfahrung teilt Jesus mit uns. Nachdem er im Garten Gethsemane gebetet hat, in dem wir ja all seine Verzweiflung sehen können, wie das die Bibelstellen berichten, lässt er sich danach völlig in Seelenruhe gefangen nehmen. Heilt sogar noch einen Soldaten ohne Zögern und geht seinen Weg zu Ende. Den Weg, der Leid und Tod mit sich bringt, den Weg ans Kreuz. Auf diesem Weg ist er mindestens genauso allein wie vorher im Garten Gethsemane. Aber er hat die Kraft bekommen, die er brauchte, um diesen Weg zu gehen. Sein Gebet hat geholfen. Und auch für uns hält Gott dieses Geschenk bereit. Wir dürfen ihm vertrauen. Amen. Dunkel unserer Ängste, im Schleier unseres Zweifels.
unseres Lebens. Wir hoffen und vertrauen auf dich. Von dir wollen wir uns in unserem Leben leiten lassen. Gleichzeitig brechen über uns immer wieder die Schwierigkeiten und Zweifel herein. Zermürbende Fragen quälen uns und es fällt uns schwer zu glauben. Wir bitten dich, steh uns bei in den Zeiten, in denen das Leben uns schwer ist. Schenke uns Wege, wie wir mit dir weitergehen können. Nimm unsere Einsamkeit und unsere Ängste auf und lass uns wachsen zu dir hin. Und wir schließen in unser Gebet die Menschen ein, die uns wichtig sind in der Nähe und in der Ferne. Und wir schließen die Menschen ein, die wir überhaupt nicht kennen und die weit entfernt von uns leben und doch mit uns verbunden sind. Wir beten dafür, dass du ankommst in der Welt und dass sie dein und unser Zuhause wird. Und gemeinsam beten wir, so wie Jesus mit seiner Gemeinde gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Sonntag und in diese Woche mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden. Amen.